Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch zeigen, wie wir mit unseren Fingern multiplizieren können. Denn das ist der Taschenrechner, den wir immer dabei haben. Wir fangen auch heute ganz einfach an. Wir sind praktisch bei Stufe 1. Wir sind beim kleinen 1x1 und wir wollen die Neunerreihe berechnen. Wie geht das? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir mit unseren Fingern rechnen wollen, ist es egal, ob wir unsere Handflächen geschlossen oder offen halten. Ich rechne jetzt einfach mal mit offenen Händen. Entscheidend ist nur, wenn wir uns jetzt zum Beispiel fragen, was ist denn 7 mal 9? Wir haben jetzt unseren siebten Finger. Und was uns jetzt noch fehlt ist, wir zählen die Finger auf der linken Seite. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese Anzahl der Finger müssen wir jetzt noch mit 10 multiplizieren. Das heißt, wir haben hier 60. Dann zählen wir die Finger auf der rechten Seite. Da haben wir 1, 2, 3. Und hier müssen wir gar nichts machen. Das heißt, wir haben einfach eine 3. So haben wir 60 und 3. Was jetzt noch fehlt ist, wir müssen addieren. Wir haben 60 plus 3 ist 63 und 7 mal 9 ist 63. Faszinierend. Machen wir direkt noch ein Beispiel. Wir wollen wissen, was ist 3 mal 9? Also haben wir wieder unseren dritten Finger. Die Finger links davon haben wir 1, 2 mal 10 ist 20. Rechts davon haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da müssen wir nichts machen. Jetzt müssen wir es noch addieren. 20 plus 7 ist 27. Und 3 mal 9 ist auch 27. Absolut irre. Und so einfach ist es. Und für alle, denen das noch nicht reicht, oder vielmehr, die sich fragen, warum funktioniert das eigentlich? Das klären wir jetzt. Kommen wir jetzt zu dem noch interessanteren Teil. Warum funktioniert das eigentlich? Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir vorgehen können. Entweder wir nehmen unser Verfahren und rekonstruieren uns daraus die Formel, oder wir fangen praktisch bei 0 an und erfinden uns eine Formel. Was ist leichter? Vermutlich das Rekonstruieren und deswegen fangen wir auch damit an. Schauen wir uns doch hierfür einfach nochmal an, was passiert, wenn wir 8 mal 9 rechnen würden. Das schreibe ich einmal auf. Wir haben 8 mal 9. Dann haben wir 7 mal 10. Plus 2 mal 1. Und das Ganze ist 72. Bei 7 mal 9 hätten wir jetzt 6 mal 10 plus 3 mal 1. Und das ist 63. Machen wir noch ein. 6 mal 9. Da haben wir 5 mal 10 plus 4 mal 1 und das ergibt 54. Und nun schauen wir uns an, was haben wir da eigentlich gemacht. Wir haben hier 8 mal 9, 7 mal 9, 6 mal 9. 8, 7 und 6 ist immer unser Enter Finger. Das heißt, wir haben hier n mal 9. Wie groß ist die Zahl, die wir mit 10 multiplizieren, sind die immer die Finger links davon. Das heißt, es ist immer 1 kleiner. 8, 7, 7, 6, 6 und 5. Das heißt, wir haben hier n minus 1 mal 10. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wie können wir diese Zahl berechnen? Was auffällt ist, dass diese beiden Zahlenpaare immer 10 ergeben. Hier haben wir die Größe n. Diese Größe nenne ich jetzt einfach mal Fragezeichen. Und das ergibt immer 10. Das heißt, wir haben n plus Fragezeichen ist gleich 10. Umgestellt nach Fragezeichen bleibt über. Fragezeichen ist gleich 10 minus n. Und das ist es auch schon. Wir haben hier dann 10 minus n mal 1. Das können wir auch nochmal schnell überprüfen. Wir haben hier oben 10 minus n, 10 minus 8 sind 2. Hier haben wir 10 minus 7 ist 3 und hier haben wir 10 minus 6 ist 4. Wunderbar. Das ist die Formel, die unserem Verfahren zugrunde liegt. Wer hätte das gedacht? Was wir jetzt noch machen können ist, wir können noch einmal überprüfen, ist diese Formel denn richtig oder haben wir uns irgendwie verrechnet? Hierfür schreibe ich diese Formel noch einmal auf.
Das heißt, wir haben n mal 9 ist n minus 1 mal 10 plus 10 minus n mal 1. Und was wir jetzt machen ist, wir klammern aus. Wir haben dann n mal 9 ist n mal 10 minus 1 mal 10 ist 10. Hier ist das Ausklammern relativ einfach, weil es eine Multiplikation mit 1 ist. Das heißt, hier bleibt einfach über plus 10 minus n. Allerdings schreibe ich hier noch das bei dem n das mal 1 hin. Das wäre gleich übersichtlicher. Man könnte es aber auch weglassen, kein Problem. So, jetzt fällt uns auf, wir können hier kürzen. Minus 10 plus 10. Das heißt, wir haben noch über n mal 10 minus n mal 1. Und deswegen habe ich die 1 jetzt einmal noch hier hingeschrieben, denn so können wir noch besser erkennen, dass wir unser n ausklammern können. N mal 9 ist doch nichts anderes als n ausgeklammert. Das heißt, hier bleibt eine 10 über und hier bleibt eine minus 1 über. Weiter vereinfachen muss ich jetzt, glaube ich, nicht. Denn 10 minus 1 ist 9. N mal 9 ist gleich n mal 9. Wunderbar, was wollen wir mehr? Und so haben wir einfach überprüft, ob unsere Formel stimmt. Und wie können wir jetzt vorgehen, wenn wir das Verfahren nicht kennen, aber wir wollen uns ein Verfahren erschaffen, wo wir mit 10 und 1 multiplizieren können? Es ist ein bisschen schwieriger, aber es ist auch machbar. Wir wollen jetzt n mal 9 irgendwie den Faktor 10 und 1 reinbringen. Das heißt, als erstes müssen wir unsere Variable n irgendwie zweimal aufteilen, dass wir es einmal mit 10 multiplizieren können, einmal mit 1. Und das können wir relativ einfach machen. Wir haben dann n, Klammer auf 9, und wir erweitern jetzt mit plus minus 1. Wir rechnen plus 1 und minus 1. Also haben wir eigentlich mit 0 erweitert. Plus 1 minus 1 hebt sich auch auf. Das Ganze schreiben wir jetzt ein bisschen um. Das heißt, wir haben dann n mal 9 ist n. Wir fassen jetzt 9 plus 1 zusammen ist 10. Und die minus 1 lassen wir. Das Ganze können wir jetzt ausklammern. N mal 9 ist nichts anderes als n mal 10 minus n mal 1. Natürlich erkennen wir das auch hier wieder. Wir machen es jetzt praktisch das rückwärts, was wir hier vorwärts gemacht haben. Das ist auch die Stelle, wie wir häufig im Kopf rechnen, um es einfacher zu haben. Wenn ich jetzt einfach die Zahl hätte, was ist 27 mal 9, dann sagt man als erstes, Hö! Im Kopf rechnen wir dann häufig n mal 27 mal 10 sind 270, minus 1 mal 27, 270 minus 27 sind 243. Das ist praktisch formeltechnisch das, wie wir häufig im Kopf die Multiplikation mit 9 vereinfachen. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen jetzt irgendwie den Faktor 10 noch reinbringen. Und wir erkennen es jetzt hier oben auch wieder, wir müssen eigentlich mit minus 10 plus 10 erweitern, also praktisch wieder mit 0. Und wenn man das jetzt noch nicht weiß, ist das sehr schwierig, vermutlich darauf zu kommen. Was haben wir ein Glück, dass wir schon wissen, wohin die Reise geht. Also können wir hier es ganz einfach machen. Wir haben n mal 9 ist n mal 10 minus 10 plus 10 minus n mal 1. Üblicherweise, wenn man es neu versuchen würde, würde man sicherlich schreiben plus 10 minus 10. Allerdings steht es so gleich in der richtigen Reihenfolge. Das wissen wir zum Glück. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist ausklammern. Wir haben dann n mal 9 und hier die 10 ausgeklammert. Das heißt, hier bleibt das n über. Minus 10, 10 ausklammern, 1 mal 10. Hier die 1 ausklammern, das ist relativ einfach wieder. Plus 10 minus n mal 1. Aber sicherlich gut zu erkennen, dass es relativ schwierig ist, von nichts auf eine Formel zu kommen, denn
dass wir diese beiden Schritte machen, ja, das erfordert sehr, sehr viel Erfahrung in der Mathematik. Aber wenn ich mir das so ansehe, dann weiß ich wieder, warum man Mathematik einfach lieben muss. Und jetzt seid ihr dran.